Unter den Christen kursiert ein gefährlich toxischer Cocktail, quasi bestehend aus drei giftigen Zutaten. Erstens, Gemeinden ohne Lehre. Es gibt immer mehr Gemeinden, die haben keine echte, tiefgründige, durchgehende, gesunde biblische Lehre, sondern es gibt dort nur Oberflächlichkeit oder Basics werden gelehrt oder Sonderlehren oder sogar falsche und Irrlehren. Gesetzlichkeit oder Weltlichkeit oder sonstige Sonder- und Irrlehren. Zweitens, das Internet ist voll von falschen Lehren, Irrlehren und Sonderlehren, weil heute kann jeder Christ seine angebliche Bibelerkenntnis ins Internet stellen und verbreiten. So kann jeder Christ seine Gedankenergüsse und Gedankenzunamis verbreiten. Und viele Dinge sind eigentlich nur Meinungen über Bibeltexte, anstatt wirklich gesunde Bibelauslegungen. Und drittens, das ist das Fatalste, viele Christen beziehen ihre Belehrung quasi weitestgehend aus dem Internet. Christen, die nicht in der Lage sind oder willens sind, überhaupt zu prüfen, was sie da hören, übernehmen einfach alles, ohne zu prüfen, und sind so angefüllt von falschen Lehren und Sonderlehren. Dieser giftige Cocktail ist selbstverstärkend und das Zerstörungspotenzial ist enorm. Was kannst du dagegen tun? Erstens, besuche eine bibeltreue Gemeinde, in der es noch echte biblische Lehre gibt, auch wenn das immer schwieriger wird. Zweitens, betreibe selbst ein Bibelstudium, und zwar nicht nur eine Viertelstunde, sondern dein Leben lang unter Zuhilfenahme von guter Literatur. Schau dazu in mein Profil. Und drittens, konsumiere nicht zu viel aus dem Internet, und wenn du es tust, dann musst du es akribisch prüfen, ob es richtig ist, was du da hörst.